Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic Chapter 5. Quatsch. Oh mein Gott, ich habe einfach viel zu lange immer diesen Standardspruch gebracht, dass das überhaupt gar nicht mehr funktioniert, ist ohne das zu sagen. Na gut, auf jeden Fall herzlich willkommen zurück Runes of Magic. Wir sind hier jetzt im Österhochland wieder angelangt. Wir haben uns ja in den letzten Folgen das Halloween-Event ein bisschen angeguckt, wenn ich mich recht entsinne. Und haben jetzt ja immer noch ein paar Quests abzugeben, wenn ich das jetzt richtig sehe, oder? Der Talisman von Meister Vatos und sowas alles. Ja, wir haben noch ein paar Quests abzugeben. Müssen wir nur gucken, wo wir die überall hinbringen müssen. Die sind hier ins Winternachttal, beziehungsweise beim Lager zum Winternachttal hinzubringen. Gut, dann gehen wir da rein, kurz rüber. Ja, wir müssen sowieso noch ins Winternachttal, wir müssen dort ein paar Eishexen töten und so. Ich glaube, das wird sich dann dort alles dementsprechend am besten organisieren, sodass wir dann dort einen Teil der Quest jetzt machen und dann später woanders weiterfahren können. Ja, ein kurzes Gesprächsthema. Ja, wenn ich jetzt sowieso schon hier jetzt wieder viel rumlaufe und so, eignet sich, glaube ich, ist ziemlich gut, wenn ich hier wieder ein Gesprächsthema anschneide. Da hat mich einer meiner Abonnenten draufgebracht. Der hat mir ein Video via Skype geschickt. Der hat mich irgendwann mal in Skype geaddet, beziehungsweise ich ihn. Wie auch immer, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau abgelaufen ist. Auf jeden Fall hat er mir ein kleines Video geschickt zum Thema E-Sports und Sports und den Vergleich und sowas alles. Das Video selbst fand ich ziemlich interessant und ja, er hat sich halt gewünscht, dass ich mal darüber eine Folge lang reden würde. Ich selber möchte sogar darüber reden, einfach weil mir dieses Thema insgesamt auch so ein bisschen am Herzen liegt. Einfach dieser Vergleich, ja, momentan werden ja E-Sports und Sports, also beziehungsweise Sport und E-Sport oder E-Sport oder elektronischer Sport, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Begriff ich nutzen will, ich rede mal jetzt vom E-Sport im Vergleich zum Sport. Ist so ein bisschen denglisch und hin und her und bla, aber ich werde einfach mal diese Begriffe jetzt so benutzen in dieser Folge. Auf jeden Fall werden diese beiden Kategorien ja noch ziemlich eng getrennt. Einfach weil sich ja viele Leute im Grunde nicht vorstellen können, dass ein sogenannter E-Sport überhaupt eine Sportart sein kann. Dabei ist es ja im Grunde so, dass man im E-Sport mindestens genauso viel Training braucht, um erfolgreich zu sein wie bei normalen Sportarten, wenn nicht sogar mehr. Und es ist, also, diese ganze Sache ist jetzt insgesamt immer sehr, sehr subjektiv betrachtet. Eine objektive Betrachtung der Sache ist, glaube ich, nicht so ganz möglich. Aber es sind schon einige subjektive Sachen mit drin. Auf jeden Fall, ja, man muss halt eine Menge Zeit reinstecken, um dort wirklich auch erfolgreich zu sein. Und wenn man sich auch die Preisgelder anguckt, ist das überhaupt gar keine kleine Sache mehr. Es geht ja da manchmal schon um Millionen von Euros. Und Materialien für ein Körperamulett. Okay, was brauchen wir da? Einen Moment. Horn eines Riesengeweihrentiers, Wischen, Bügelmembran eines Österfleitchens und Zottelschneebären. Okay, müssen wir alles hier innerhalb, hier von dem Bereich töten. Das ist, ja, machbar. Auf jeden Fall, ja, die Preisgelder sprechen ja im Grunde schon dafür, dass es keine kleine Sache mehr ist. Also nicht mehr so ein Nischenprodukt oder so, wie es viele vielleicht gerne sehen würden. Und was meiner Meinung nach halt ein besonderer Aspekt des E-Sport ist, beziehungsweise insgesamt von allen möglichen Sportarten, sind halt einfach die Emotionen, die da mitschwingen mit den Sportarten. Wenn wir uns mal so angucken, im Fußball, wenn jetzt mal ein extrem knappes Tor oder so gefallen wird, dann sieht man einfach nur, wie sich das eine Team freut und so weiter und das zweite, andere Team, ja, freut sich entweder mit für das erste Team, weil es wirklich ein so grandioses Tor gemacht hat, oder ärgert sich natürlich auch ein bisschen, dass sie es zugelassen haben, so, dass so ein Tor fällt und sowas. Ja, jetzt guckt euch mal ein E-Sport-Match an, welches ebenfalls ganz, ganz, ganz knapp ausgegangen ist oder so. Da sind auch Emotionen ohne Ende mit drin. Einfach mal, und die Emotionen sind jetzt nicht irgendwie so aus einer anderen Welt oder so, also es ist jetzt nicht so, dass, was weiß ich, da Außerirdische auf einmal eine komplett neue Art von Emotionen mit reingebracht haben. Nein, es sind genau die gleichen menschlichen Emotionen, die dann damit schwingen. Ist ähnlich wie, ja, keine Ahnung, wenn man sagen würde, Schach ist ja auch im Grunde auch schon als Sportart, glaube ich, deklariert worden. Ist halt als Denksport deklariert worden, ist aber nichtsdestotrotz eine Sportart. Ja, und wenn man sagen würde, ja, Schach ist jetzt keine Sportart. Ja gut, Schach ist vielleicht ein ganz kleines, schlechtes Beispiel.
Es gibt halt so viele Sportarten nun mittlerweile, die überhaupt nichts mehr mit körperlicher Belastung zu tun haben. Oder nichts mit direkter körperlicher, sportlich-körperlicher Belastung, dass ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum man E-Sport nicht als Sportart definieren sollte oder definieren dürfen sollte. Vor allem, weil noch hinzukommt, dass bei E-Sports tatsächlich der Körper ja auch hart belastet wird. Wenn man bedenkt, was dort für Reaktionszeiten teilweise notwendig sind, um eine wirklich gute Leistung zu vollbringen, dann wird man ziemlich schnell merken, dass es eigentlich überhaupt gar keine körperliche Belastung sein kann. Warum das wahrscheinlich noch so voneinander getrennt ist, ist halt einfach, dass es noch an gesellschaftliche Akzeptanz, denke ich mal, fehlt. Die Gesellschaft ist zwar im Wandel, man liest auch immer häufiger schon so von Geschichten, zum Beispiel, wo der Sohn spielt jetzt, sagen wir mal, irgendein Spiel, welches E-Sports besitzt, also welches halt eine Competitive-Liga besitzt. Und ja, im Grunde hat der Vater die ganzen keinen einzigen, oder geben die Eltern keinen einzigen Deut drauf oder so. Auf einmal wird in den lokalen Nachrichten von diesem Event berichtet, von diesem, sagen wir mal, von der Weltmeisterschaft. Ich ziehe mich jetzt mal auf ein bestimmtes MOBA, welches wahrscheinlich einige kennen, aber dessen Namen ich nicht nennen möchte. Ja, im Grunde wissen alle, die mich schon länger gucken, über welches MOBA ich da rede. Auf jeden Fall, die haben jetzt zum Beispiel ihre Weltmeisterschaft gehabt. Das war ich glaube, in Los Angeles im Staples Center haben sie sich dafür extra gemietet. Das war auch komplett voll mit Besuchern. Das sollte man vielleicht auch noch nebenbei erwähnen. Ja, und der Vater eines Sohnes, der den Artikel geschrieben hatte, der war beruflich am Staples Center mal vorbeigefahren. Und hat dann hinter seinen Sohn gefragt: Warte mal, Sohn, ist da irgendwas jetzt am Wochenende oder in den letzten Wochen am Staples Center gewesen? Da hingen so riesige Plakate von dem Spiel, welches du da immer spielst. Ja, Vater, da waren die Weltmeisterschaften des Spiels. Und der Vater war total verblüfft, wie groß die ganze Sache schon war und sowas alles. Also es ist einfach irgendwie so, die Allgemeinheit hat überhaupt noch gar nicht mitbekommen, was es tatsächlich alles gibt und scheut sich vielleicht auch ein bisschen davor, ein bisschen neugierig zu sein in die Richtung. Und so ist meine Interpretation der Sache jetzt. Und deshalb vermute ich, dass ja, da wahrscheinlich dann dementsprechend E-Sport immer noch so als so eine, ich sag mal, Kellerkind-Sache angesehen wird. Einfach weil man ja damit noch nicht so wirklich anfangen kann, beziehungsweise noch keinen Kontakt dazu hatte. Aber ich vermute, dass das sich in den nächsten Jahren doch bisschen ändern wird. Also es wird wohl fortschreiten und ja, vielleicht komplett sich ändern. Ich meine, es gibt ja Gesellschaften, in denen ist das ja schon gang und gäbe, im Fernsehen E-Sport anzugucken. Ich sage jetzt mal nur zum Beispiel die ja, asiatische Gesellschaft. Dort ist es ja wirklich, ich sag mal, sehr, sehr, ja, ein Ritual, wie bei uns Fußball gucken, ist für die am Abends halt, also wenn wir zum Beispiel abends Fußball gucken im Vergleich, gucken die halt abends sich mal ein E-Sport-Turnier an. Und wenn man sich das mal so anguckt, einfach mal kurz zur koreanischen Szene dieses Spiels, welches ich halt, über das ich immer rede, einmal rüber guckt, dann merkt man auch, wie unglaublich vielschichtig das alles doch ist. Und ja, wie sehr das schon in die, bis in die, ja, Tiefen der Gesellschaft reingeht, sozusagen. So, jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Hier vorne ist noch eine Quest zum Abgeben. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viel ihr jetzt tatsächlich von E-Sport mitbekommen habt, was euer Eindruck vom E-Sport ist und warum ihr vielleicht gegen sowas seid oder warum ihr euch noch nicht rangewagt habt oder einfach alles. Alle Gedanken zum E-Sport sind ja im Grunde erlaubt. Es ist ja mir ja, irgendwo ein Anliegen herauszufinden, auch warum es eben noch nicht so verbreitet ist vielleicht. Was sind für Gedanken sprechen dagegen? Fossilien wiederbeleben haben wir als Quest bekommen. Fett eines Feuerauge-Schneefrettchens. Okay, wir müssen also auf jeden Fall hier aus dem Winternachtal erstmal wieder raus. Für die beiden Quests, die wir hier bekommen haben. Das können wir ja mal eben schnell machen. Also, wie gesagt, egal was ihr für Gedanken habt, ob ihr für E-Sport seid, gegen E-Sport, warum
ob ihr davon noch gar nichts wisst, ob ihr schon viel davon wisst, schreibt es einfach mal alles in die Kommentare, ob es nun im Forum ist, in, unter YouTube oder in auf Facebook oder Twitter oder was weiß ich wo. Schreibt es mir einfach mal, es würde mich interessieren. Ich möchte auf jeden Fall dieses Thema in einer anderen Folge noch einmal aufgreifen, allerdings dann im Hinblick auf eure Kommentare dazu. Ich selber, ja, habe im Grunde alles dazu gesagt. Ich selber finde halt E-Sport eigentlich eine ganz faszinierende Sache und sehe eine Menge Potenzial noch da drin, das, für die Zukunft. Es fehlt halt nur ein bisschen an der Akzeptanz, wenn man das so sehen möchte. Noch. Auf jeden Fall, lass uns mal kurz zu Runes of Magic zurückkehren. Wir haben jetzt gerade einen ganzen Haufen Quests gemacht und können die jetzt mal eben schnell hier beim Winternachttal abgeben. Oder auch wahrscheinlich an ein paar anderen Orten. So, unter Kontrolle der Eishexen. Es gibt keine Folgequest, wunderbar. Oben beim Turm der Tosen Winde ist noch eine Quest irgendwann aufgetaucht. Den holen wir uns auch mal schnell. Ja, und ich glaube, so langsam nähern wir uns aber hier im Östra-Hochland dann auch dem Ende der Quests, beziehungsweise dem mystischen Altar auch. Der wird wohl dann als nächste Instanz irgendwann gleich bald anstehen. Und ja, da werden wir dann auch unseren Spaß dran haben. Uah, blop. Na toll, ich bin natürlich wieder ein Schlaukopf und springe natürlich genau in das Wasser rein. Ich wollte über die Schollen eigentlich springen, aber durch Mangels an Skill habe ich es halt nicht hinbekommen. Warte mal, wir müssen glaube ich auch noch einen Amboss töten, wenn ich mich richtig erinnere. Das können wir dann gleich hier eben miterledigen, wenn wir sowieso hier oben beim Turm der Tosenbinde sind. Ich meine, warum nicht, ne? Schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ich glaube, das machen wir mal. Kämpfen uns hier eben kurz durch. Wir müssen nämlich noch hinten noch eine Quest holen. Und wahrscheinlich müssen wir noch ein, zwei Sachen hier im Turm der Tosenbinde machen, an die ich jetzt gerade nicht gedacht habe. Dafür brauchen wir nichts. Östra Winterspinde brauchen wir auch nichts. Schneefettchen. Ja, Enz brauchen wir sowieso noch. Geheimnisvolle Essenzen brauchen wir noch. Die können wir ja dann gleich sowieso wieder mitsammeln, wenn wir alles Mögliche in dem Schneemeer töten müssen. Ah, wunderbar. Wer hätte es geahnt? Unser Rucksack ist mal wieder voll. Ich schmeiß mal die Crafting-Huhn kurz weg. Ja, ich weiß, die können teilweise teuer verkauft werden, aber... Nee, ich habe jetzt keine Lust, die groß zu horten oder zu sammeln oder so. Pyrus-Trank, Regenbogen, Lolli. Lebenskraft 2 Rune kann ich wegschmeißen. Und das kann ich wegschmeißen. Ich habe auch schon öfter den Hinweis bekommen, warum ich Lootomatic nicht benutze oder so. Ganz einfach. Ich spiele jetzt momentan Runes of Magic wieder im Vanilla-Modus, das heißt absolut ohne Add-ons, ohne alles. Also ihr seht hier bei mir gerade kein einziges Add-on installiert finden. Ich habe wirklich alle Add-ons mit der Neuinstallation von Runes of Magic auf meinem neuen, auf meinen neu installierten Rechner, habe ich komplett alle Add-ons erstmal verzichtet und quasi rausgenommen. So, geheimnisvolles Grab. Wir müssen schreiende Gargoyles für das Grab töten. Im Namen des Grabes. Und davon brauchen wir 20 Stück. Aber es ist meine Level 40er Quest, das heißt, die gibt schon mal gute Erfahrung. 25.000 Punkte Erfahrung ist nicht wenig. Und darauf möchte ich auch nicht unbedingt verzichten müssen. Also gehen wir mal eben schnell in den Turm der Tosenwinde hoch. So, ich will jetzt so wenig Eisechsen wie möglich hier bekämpfen müssen, das ist einfach nur ein bisschen zeitaufwendig. Wo habe ich den Bogen hier hingetan? Wir hatten einen Bogen bekommen, so einen Bogen der Liebe sozusagen. Womit wir einen Amboss töten können. Den müssen wir nämlich tatsächlich für eine Quest noch töten. Da ist er. Magieerfüllter Bogen. Ach, hier sind wir jetzt rausgekommen. Okay, auch gut. Ich habe jetzt gar nicht so genau auf die Richtung geachtet, in die ich laufe.
Könnte man vielleicht erahnt haben, wenn man sieht, wie ich ungefähr gelaufen bin. Oh, hier kämpft sich irgendwer hoch und runter. Na gut, kann sein, dass wir also jetzt erstmal eine Zeit lang keine Eisäxte sehen. Solange gleich die Gargoyles nicht alle weg sind, ist mir das alles egal. Mir fällt übrigens ein, ich habe immer noch nicht in dem Hafenhandelsposten den Sturwald aktiviert, ich Blödkopf. Fällt mir gerade wieder ein. Na toll. Wir gehen dann das mal eben schnell noch machen. Oder wir machen erstmal eine kurze Folgenpause. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, hier jetzt ein bisschen Zeit zu schinden. Ich wünsche euch alles Gute, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.